Das Kalenderjahr 2018 kommt so langsam voll in die Gänge und wir wollen euch wieder mit unseren Hau-Raus-Geh-Tipps versorgen. Schließlich muss man ab und an nochmal eine Pause einlegen vom Lernen oder vom Schreiben der Hausarbeiten. In der vorletzten Februarwoche könnt ihr selbst ein WNT mitmachen. Beim Workshop zum Gastspiel Winterreise des Maxim Gorki Theaters Berlin setzt ihr euch bei Gedankenspielen, Improvisationen und Schreibübungen mit dem Thema Exil und Heimat auseinander. Das Ganze findet am Mittwoch, den 21. Februar von 16 bis 20 Uhr statt und wird von der Theaterpädagogin Ute Plate geleitet. Falls ihr euch also theatertechnisch ausprobieren wollt oder einfach Lust habt, euch mit den Themen Heimat und Exil auseinanderzusetzen, meldet euch noch schnell bis Ende der Woche an unter der eingeblendeten E-Mail-Adresse. Der Workshop ist kostenlos, wenn ihr eine Karte für die Vorstellung am 1. März kauft. Am 22. Februar geht die Talk- und Diskussionsreihe Let's Talk About Sex and Politics in die nächste Runde. Diesmal Thema Tabu. Hier wird über Themen gesprochen, über die man sonst nicht offen spricht. Begleitet wird der Abend musikalisch von der Band Traumfresser aus Erfurt. Start ist um 19 Uhr im E-Werk. Vom 15. bis zum 18. März sollten sich vor allem Lesefreunde den Termin der Leipziger Buchmesse vormerken. Es wird einen Stand der Bauhaus-Universität geben, welcher von Produktdesign-Studierenden entworfen und konzipiert wurde. Außerdem wird die erste internationale Ausstellung der Marke 6 vom 13. bis zum 17. März stattfinden. Im Rahmen eines Austauschprojekts sendet die Bauhaus-Universität 5 Künstler und ihre Werke nach Lyon, die dort in einer gemeinsamen Ausstellung mit französischen Künstlern gezeigt werden. Nach ihrem Bestseller Zonenkinder feiert Jana Hensel mit Kleinland ihr literarisches Comeback. In ihrem Roman geht es um eine intensive Liebesgeschichte zwischen Tel Aviv und Berlin. Die Lesung findet am Freitag, den 19. März, um 19 Uhr in der Anna-Amalia-Bibliothek statt. Im Anschluss an die Autorenlesung gibt es noch eine Gesprächsrunde. Tickets könnt ihr über die Touristeninfo für ermäßigte 5 Euro oder für normale 7 Euro kaufen. Für diejenigen, die vom Bauhaus nicht genug bekommen, eröffnet am 23. März die Ausstellung »Das Bauhaus im Bilder« im Schiller-Museum. Die umfassende fotografische Dokumentation zeigt die Geschichten vom Leben und Schaffen am Bauhaus Weimar und Dessau. Fast 200 originale Fotografien eines einzigen Bauhäuslers bieten den Einblick in den damaligen Alltag der Lehrenden und Studierenden. Und zum Schluss noch die Erinnerung an die Fachschaftswahlen Anfang April. Bis zum 6. April könnt ihr eure Kandidatur einreichen. Dafür braucht ihr insgesamt 10 Unterschriften von Leuten aus eurer Fakultät. Schickt diese dann einfach zusammen mit einer kurzen schriftlichen Vorstellung und einem Foto an die eingeblendete E-Mail-Adresse oder reicht sie im STUKO-Büro in der M18 ein. Euer Horrors TV wünscht euch schöne Semesterferien und einen guten Start dann ins neue Semester im April. Wir sehen uns. Ihr seht uns. Bis bald. Bauhaus Universität Weimar. Auto. Und nochmal. Mango, 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 Mango. Kiwi, 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 Kiwi. Ananas. Banane, Ananas. Guck mal, du siehst alles. Was machst du eigentlich, Lisa? Das Intro. Okay. So, und all das verlosen wir übrigens auch. Also, beteiligt euch. Keine Ahnung. Hört sich scheiße an, wir machen es nochmal. Was ihr euch vorher... Aufgrund der anstehenden Weihnachtsferien... Möchtest du moderieren? Jetzt bin ich ein richtiger Bauhausstudent. Das für euch. Was ich. Scheiße! Damn it! Nein! Also, jetzt mal richtig. Jetzt mal mit Konzentration. Schlitten, Hunderennen. Yay! Wir sind voll gut. Kaufst du Geschenke? Kriegst du Glück?